Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, wir feiern heute den Sonntag, Quinquagesima, der letzte Sonntag vor der Fastenzeit. Am Mittwoch, Aschermittwoch, bezeichnen wir uns mit dem Aschenkreuz, um die heilige Fastenzeit zu beginnen. Es ist wirklich eine heilige Fastenzeit, weil die Christenzeit hat diese Bußzeit immer sehr hoch gehalten. Und es war diese Bußzeit, in der das Christentum wahrhaft gestärkt wurde. Und wir haben erinnert an die Regeln, die diesbezüglich einzuhalten sind, genommen vom Kirchenrecht. Und es gibt auf der einen Seite die Abstinenz, auf der anderen Seite das Fasten. Das Fasten an sich betrifft alle, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, bis zu Beginn des 60. Lebensjahres. Die Abstinenz betrifft alle ab dem 7. Lebensjahr. Und es gibt die Grundregel, wie sie uns vorgegeben wird, beim Fasten, dass wir eine Hauptmahlzeit zu uns nehmen und zwei Stärkungen mit Angaben, um eine Vorstellung zu haben, frühmorgens von 60 Gramm und abends von 250 Gramm. Und wir wollen versuchen jedes Jahr besser, diesem Wunsch der Heiligen Kirche, die ja unsere Mutter ist, zu entsprechen. Wir wissen ja, die Mutter von Natur aus ist gut und ganz speziell, wenn es sich um eine göttliche Institution handelt. Weiters möchten wir die sehr erfreuliche Notiz geben, dass ein Bischof konsekriert wurde von seiner Exzellenz Martin Davila von der berühmten Trento Gruppe in Mexiko, welcher von Bischof Mark Bivarunas konsekriert wurde. Der neue konsekrierte Bischof heißt Excelenza Pio Espina und wirkt in Argentinien. In dieser Gelegenheit weist unser Bischof Mark Bivarunas auch auf die Wichtigkeit hin, dass wir verstehen, dass die Kirche immer die Mittel zum Heil der Seelen zur Verfügung stellt, und er listet in seiner monatlichen Zeitschrift ein Beispiel in dem Interregnum zwischen dem Tod vom Papst Clemens IV., welcher gestorben ist 1268, und dem nächstfolgenden Papst Gregor X., welcher konsekriert worden ist 1271. In dieser Zeit der Vakanz wurden 21 Bischöfe konsekriert, ohne das nötige, in normalen Zeiten absolut nötige päpstliche Mandat, um uns zu zeigen, dass diese Bischöfe sind in der Folge natürlich anerkannt worden, weil sie im Sinne derer Kirche für das Heil der Seelen ihr Apostolat weiterwirken. Der Bischof erinnert auch, dass diese konsekrierten Bischöfe der Tradition ganz festiglich am Papsttum, an der Unfehlbarkeit des Papstes und am Primat des Papstes festhalten. Und es sind gerade diese Gründe, welche es notwendig machen, sich von Franziskus, Bergoglio und all den Vorhergehenden bis zum Vatikanischen Konzil II zu entledigen, um sie nicht als wahre Autoritäten der wahren Kirche anzuerkennen. Und hier stützt er sich auf
einige Dokumente, die die Kirche im Laufe ihrer Geschichte hervorgebracht hat diesbezüglich, um nur einige zu nennen. Es ist das Dokument vom Paul dem IV. Cum ex apostolatus officio und dann auch den Kanon 219, Robert Bellarmin, Vermeersch und andere. Um zu sagen, es ist auch sehr gefestigt, diese Meinung zu vertreten und in dieser Gesinnung Bischöfe zu konsekrieren, weil wir wissen ja, in einer Hierarchie, die bereits abgefallen ist von der wahren Kirche, kann auch keine Jurisdiktion hervorgehen. Und deswegen tun wir, was wir tun. Ich habe dann weiters noch hingewiesen auf den 25. März, Maria Verkündigung, weil es ein sehr schönes Datum ist, um das Kapuliere zu empfangen. Und der heilige Maria Grignion de Montfort rät, circa ein Monat zur Vorbereitung auf das Annehmen des Kapuliers, dieses braune Kapulier vom Berge Karmel. Berge Karmel, welche sich stützt auf praktisch die Gründung durch den Prophet Elias im 7. vorchristlichen Jahrhundert, das Kapulier, das von der Mutter Gottes an den damals Obrigen im 13. Jahrhundert Simon Stock gegeben wurde, zum Schutz seiner Kongregation und gegen die Probleme auch innerhalb der Kongregation. Und wir haben zum Schluss dann die Mutter Gottes von Fatima, die selbst an die Lucia anweist, dass alle das Kapulier tragen sollen, dass sie es wünscht. Und da nehmen wir das sehr ernst und nehmen es, so wie den Rosenkranz, als ein sehr kräftiges Mittel, um die Fürsprache der Mutter Gottes herabzuflehen und unser eigenes Heil zu wirken und das der anderen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Bezüglich der heiligen Fastenzeit haben wir uns bedient der Asketen, die uns die Wichtigkeit vor Augen stellen, dass wir Ordnung schaffen. Die Ordnung und der Bezug des Geschaffenen zum Schöpfer. Weil das ist letztendlich das Ziel der Fastenzeit, dass wir diese Ordnung, welche durch die Erbsünde zerstört wurde, wiederherstellen. Und es gibt in der die geschaffene Natur hat grundsätzlich zwei Interessen. Eines ist ihre Nützlichkeit, das andere ist der Gefallen daran, die Freude daran. Die Nützlichkeit ist gleichfalls das Mittel zum Fortschritt und die Freude daran ist, um diesen Fortschritt zu erleichtern. Um ein Beispiel zu nehmen, dass die Freude am guten Essen, am guten Trinken muss untergeordnet sein der Ernährung. Die Freude des Schlafes, die Genugtuung des Schlafes muss der Notwendigkeit des Ruhens untergeordnet sein. Alle rekreativen Freuden der Erholung müssen untergeordnet sein der Wiedererfrischung der Kräfte des Geistes. Und so ist es überall. In allem Geschaffenen müssen wir das Mittel und das Instrument sehen, das uns zum Schöpfer bringt. Und das soll uns auch in dieser Fastenzeit erleichtert werden, weil wir ja unseren Bruder Esel, unseren Körper, wieder anweisen an ihrem
an seinen Platz zurückzugehen. Und wir wissen ja, das Lasttier, das Arbeitstier, wenn es nicht gezähmt ist, kann es nicht die Arbeit gut verrichten. Das Pferd, der Ochs auf dem Feld, der nicht gezähmt wird, dient der Arbeit nicht. Und so ist es auch, wenn unser Körper nicht gezähmt wird und uns nicht als Mittel dient, als Instrument dient, können wir den Acker nicht bestellen und wir können keine Frucht ernten. Seien wir daher sehr behutsam und suchen wir, wie uns der heilige Augustinus erklärt, zuerst das Reich Gottes. Weil wenn wir das Reich Gottes zuerst suchen, dann wird uns alles andere gleichfalls nachgeworfen werden, wie es heißt. Und das müssen wir tun und dazu müssen wir uns in der heiligen Fastenzeit dazu anweisen, gerne den Anweisungen der Kirche zu folgen. Es muss ein sehnlicher Wunsch zu sein. So wie es das gehorsame Kind ein brennendes Verlangen hat, den Wunsch der Eltern zu erfüllen, so muss es unser aller Wunsch sein, den Anweisungen der heiligen Kirche zu erfüllen. Und das ist dann auch die wahre Vorbereitung auf die Fastenzeit, weil diese Unterjochung des eigenen Körpers unter den Geist führt uns ein, dass wir Christus näher kommen, auch im Leiden. Dass wir verstehen, was es heißt, dass Christus auf die Erde gekommen ist, einzig allein, um unser Heil zu erwirken. Und er möchte, wie wir ja wissen, dass wir daran teilnehmen. Und darum sind wir ganz speziell eingeladen, teilzunehmen in dieser Zeit am Leiden Christi, dass wir den heiligen Kreuzweg betrachten, dass wir die einzelnen Stationen betrachten, dass wir uns vor Augen stellen, die dritte, die siebte und die neunte Station, wenn Christus zu Fall kommt, wegen unserer Sünden, wegen unseres Rückfalles, dass wir diesen Schmerz spüren, wie wir uns vor einigen Sonntagen gesagt haben, dass wir darum bitten, zu weinen um unserer Sünden willen, dass wir auch das Mitgefühl haben und bitten und weinen für die Sünden, die Jesus Christus tagtäglich in dieser Art und Weise, wie es heute geschieht, dargebracht werden. Und in den Lesungen von heute wird uns der heilige Abraham vorgestellt. Die Berufung des heiligen Abraham, Propheten, wenn er von Gott berufen wird, alles zu verlassen und mit Hab und Gut fortzuziehen. Und dass dieser Bericht, den wir aus der Genesis nehmen, zeigt uns einige Charaktereigenschaften des heiligen Propheten Abrahams sehr deutlich, welche wir nachahmen sollen, welche die Charaktereigenschaften eines Christen sind. Weil es ist dieser feste Glaube, verbunden mit dem Gehorsam, die ihn ermöglichen, dass wenn Gott ihn ruft, dann antwortet er und er weiß, Gott spricht zu ihm. Das heißt, wenn er weiß, Gott spricht zu ihm, dann heißt, er muss ein Leben haben in Gott. Er muss diese Stimme erkennen. Er weiß, dass er nicht getäuscht wird vom Teufel oder von Gespenstern. Er weiß, hier spricht Gott zu ihm. Und er erkennt das und anerkennt das. Wie wichtig ist das für uns, dass wir uns klar vor Augen stellen, die Autorität, wenn sie zu uns spricht, dann müssen wir sie annehmen. Und zuvor müssen wir sagen, wer ist unsere Autorität? Und Christus, Gott, spricht durch die Kirche vor allem. Auch kann er direkt zu den Seelen sprechen. Aber grundsätzlich spricht er
durch seine Institution, durch die Kirche. So wichtig ist es, diese Stimme der Kirche zu erkennen, dass wenn wir sie erkennen, dann müssen wir festiglich glauben und müssen wir gehorchen. Und der Herr sagt dem Propheten, er soll von hier gehen, er soll alles verlassen und soll wegziehen. Und es ist ein sehr herrliches Beispiel, seinen Gehorsam darzustellen. Weil er wird angewiesen, fortzugehen mit dem Hab und Gut, das er hat, alles zu verlassen. Und das schon im auch betagtem Alter, wie es heißt. Und er wird angewiesen, wohin zu gehen, das er nicht weiß. Aber er weiß, es spricht der Herr zu ihm und es dem Herrn Gott geziemt es zu gehorchen und er gehorcht. Und es ist seine Gelehrsamkeit, sich anweisen zu lassen und sein absolutes Vertrauen auf die göttliche Vorsehung, dass sie ihn lenken wird, dort wo die Vorsehung es möchte. Und der Herr spricht weiter zu Abraham und sagt, ich werde dich zu einem, großen Volk machen und ich werde segnen alles das, was von dir ausgeht und allen den ganzen Segen über dich spenden, um das Versprechen zu geben. Du gehörst mir und ich gebe dir ein Versprechen. Du wirst den Dank dafür erhalten. Du wirst den Verdienst dafür erhalten. Und so geht es weiter und er verspricht, dass er ihn schützen wird vor allen Feinden. Alle, die gegen ihn sein werden, wird er maledeien. Und so haben wir das göttliche Versprechen, dass er immer den Schutz Gottes erfahren wird. Und zum Schluss ist Abraham, der seine Frau und seine Gefolgschaft zusammenpackt und sich auf die Reise begibt. Das heißt, er hat die Anweisung bekommen, er folgt der Anweisung. Dieser Gehorsam, der erinnert uns sehr an unsere liebe Mutter Gottes, die auch durch ihren Gehorsam die Mutter Gottes geworden ist. So ist es der Abraham durch seinen Gehorsam der Vater des Volkes Gottes geworden. Und so wird er, so geht er aus, praktisch vom Persischen Golf bis auf der anderen Seite des fruchtbaren Halbmondes sozusagen, um nach Kanaan zu gelangen. In Kanaan angelangt, erscheint ihm von Neuem uns der Herr und weist und sagt ihm, an deiner Gefolgschaft, an deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Reich geben, dieses verheißene Reich. Und Abraham, er baut einen Altar und betet Gott an und sagt Dank. Und dieser Teil aus der Genesis, diesen Teil sollen wir alle in unser Leben integrieren in unser tägliches Leben. Wir müssen die Sprache des Herrn erkennen, müssen Gelehrsamkeit üben, müssen festes Vertrauen auf die Vorsehung haben und dann einmal die Anweisung erhalten, sie ausführen und dann, wenn wir sie erhalten haben, auch Gott danken. Und das ist es, dass Abraham verdienstbar gemacht hat, der Vater des heiligen Volkes zu sein. Und wir haben in der heutigen Lesung von der Liebe gehört. Heilige Paulus schreibt an die Korinther und weist darauf hin, dass die Tugend der Liebe das Größte ist.
welche mit sich in sich schließt die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und wir haben darauf hingewiesen, diese zwei Gebote der Liebe schließen alle anderen 10 Gebote in sich. Also dass die Liebe zu Gott beinhaltet die ersten 3 der 10 Gebote und die Liebe zum Nächsten beinhaltet die restlichen der 10. Und dann versteht man sehr leicht, dass es ohne diese Liebe nichts verdienstlich ist vor Gott, weil dieser ewige Bezugspunkt zu Gott fällt. Und dann sind wir gleich schellende Trommeln, die nicht die Frequenz Gottes haben, nicht die Frequenz der göttlichen Stimme. Sie bringen keine Frucht und machen nur Lärm und zeigen nur zur Schau unseren eigenen Stolz und unsere eigene Eitelkeit. Und der heilige Paulus sagt sogar, auch wenn ihr die Gabe der Sprachen, wenn ihr sogar euren alles hergibt, um den Armen zu dienen, wenn ihr sogar euren eigenen Körper vernichtet, wenn ihr die Liebe habt, dann habt ihr keinen Verdienst dabei. Wollen wir diese Liebe von Gott erbitten, insoweit es möglich ist, hier in diesem irdischen Leben an dieser göttlichen Liebe teilzunehmen. Weil wir wissen ja einstens, und das ist ja die christliche Hoffnung, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, dass wir dann diese Liebe vollständig durchdringen, ergreifen und begreifen. Und das erklärt auch, dass diese Tugend, diese theologische Tugend der Liebe die höchste ist, weil sie die einzige ist, die auf ewig bestehen bleiben wird. Weil wenn wir in der göttlichen Schau sind, in der Gegenwart Gottes, dann ist weder Glauben noch Hoffnung nötig. Und zum Schluss haben wir aus dem Heiligen Evangelium gelesen, die Heilung des Blinden. Und die heiligen Kirchenväter sehen in dieser Heilung die Verblendung der Sünder und der Wunsch, wieder zu sehen, ist der Wunsch, wieder zu erkennen, der Wunsch, wieder zu Gott zurückzukehren. Und diesen Wunsch wollen wir nähren, wollen wir ganz speziell in dieser heiligen Fastenzeit uns stets vor Augen rufen, dass wir sehr wohl in einer großen Verblendung leben, dass wir auch blind sind, vielem noch, und dass wir uns nichts sehnlicher wünschen sollen als das Licht, das göttliche Licht in seiner Gänze sehen zu können. Und alles dies natürlich erwarten wir alles und erhoffen wir alles auf die Fürsprache unserer Mutter Gottes, Maria. Im Namen Gottes Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.